Ich begrüße euch auf meinem Kanal Gereons Leben mit der Natur. Ich heiße Gereon und bin Geobotaniker, Kulturökologe und Bauer. Manche Menschen träumen von einem Leben fernab der Städte, in der Natur, in den Bergen, mit Tieren. Manche Menschen träumen von einem Sommer auf der Alp. Manche tun es einmal, manche tun es immer wieder und manche bleiben beim Träumen. Wenn du das selber einmal tun willst, solltest du die Berge lieben? Die Natur lieben und selbstverständlich Tiere lieben. Du solltest auch bereit sein, die Arbeiten zu tun, die anfallen, ohne dabei die Stunden zu zählen. Oft lebt man dicht mit anderen Menschen zusammen. Das erfordert Offenheit und Teamgeist. Wer das nicht möchte, kann auch auf eine Einpersonenalp gehen. Ich habe es getan. Ich bin zur Alp gegangen und ja, es war ein Einschnitt in meinem Leben. Ich habe sehr viel Schönes erlebt und es blieb nicht bei einem Mal. Beileibe nicht. Manche stellen es sich vor als einen Ausstieg auf Zeit. Nur, woraus steigt man aus? Aus dem Stadtleben gegebenenfalls ja. Aus der bisherigen Routine ja. Aus der Gesellschaft steigt man nicht aus. Man produziert Nahrungsmittel für die Gesellschaft, ist also ein Teil der Gesellschaft. Und man pflegt wertvolle Ökosysteme, die der Wanderer Herzen erfreuen. Beginnen wir im Tal. Die Kühe haben ihre Glocken bekommen. Deshalb wissen sie, dass es zur Alp geht und sind voller Vorfreude. Nur noch selten ist heutzutage ein Stier mit auf der Alp. Auf manchen Alpen gibt es Ziegen, teilweise gemeinsam mit Kühen, teilweise als reine Geißenalp. Schafalpen sind meist nur auf Fleisch ausgerichtet, Milchschafe sind selten. Auf vielen Alpen ist Melken eine wichtige Tätigkeit. Auch Geißen werden heute oftmals mit der Maschine gemolken. Über die Alp als Ökosystem, den großen ökologischen Wert der Alpwirtschaft, sprechen wir wann anders. Vorerst nur zwei Fotos. Auch über den Vorgang des Käsens sprechen wir ein anderes Mal näher. Beim Käsen fällt Molke an, damit
füttern wir die Schweine. Hier blicken wir in den Käsekeller. Der Käse muss täglich geschmiert werden, der ältere Käse meist nur noch alle 2 oder 3 Tage. Meistens wird er nicht so nass geschmiert wie hier. Dieser Keller hat ein ziemlich trockenes Mikroklima. Auf Kuralpen macht man meist auch Butter. Oft gibt es einen ideologischen Schlagabtausch über Butter oder Margarine. Was gesünder ist, was umweltfreundlicher ist. Für naturverbundene Menschen ist das keine Frage. Schließlich geht es hier um Weidebutter. Butter von Kühen aus Massenbetrieben mit Sojafütterung ist da schon eher mit Margarine auf eine Stufe zu stellen. Selbstverständlich gehört zur Alp auch das Genießen eigener Produkte. Eine wichtige Arbeit auf vielen Alpen ist der Zaunbau. Oft hat man Hühner, der Eier wegen. Ein besonderer Reichtum ist ein Alpgarten. Den Dünger liefern uns die Tiere. Guten Tag, was sind Sie für ein Tier? Ich bin ein Kürbis. Und ich bin ein Käse. Ich bin aus Kuhmilch entstanden. Oh, und ich bin aus Kuhmist entstanden. Wir stammen also beide von Kühen ab. Dann sind wir verwandt. So würde ich vorschlagen, dass wir uns duzen. Ein Salat nur aus Eigenprodukten. Von Radieschen aus unserem Garten bis zu Joghurt aus der Milch unserer Milchschafe. Direkt aus dem Kuhäuter in den Kaffee. Oder aus dem Schafsäuter. Genießen auch wir die Bergnatur. Der Sommer geht zu Ende, schließlich geht es wieder ins Tal. Hoffentlich haben alle Tiere überlebt. Verluste durch Krankheiten oder Unfälle sind nicht immer zu vermeiden. Wir bleiben noch oben und räumen auf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.